Au! Das sah gut aus. Yo, was? Wie fährst du Auto, Alter? Wir sind wieder da. Besser als du. Ey, ich hab das gestern gut gemacht. Ja, halt's Maul, wir sind 80 Mal gestorben wegen dir. Wie einmal? So, jetzt halt die Schnauze. Wir sind bei einer Runde GTA und wie immer, wer ist dabei? Der Topra. Topra. Ja, was machen wir? Wir stehlen einen Gefängnisbus, weil wir am Schluss den brauchen werden. Ich hoffe auch, dass die, mit denen wir jetzt gerade spielen, dass die in den nachfolgenden Missionen auch noch mitmachen werden. Das wäre cool. Was ist also, ist das, kann man so eine Missionenreihe machen bei GTA oder wie? Ja, das sind die Highs. Da musst du immer erst Vorbereitungsmission machen und dann kommt die Abschlussmission, wo du dann die richtig geile Kohle bekommst. Okay, und ist das dann auch so, dass wir auf, dass wir, je nachdem welche Vorbereitungsmission wir machen, wir unterschiedliche Dinge bekommen? Ach, du meinst unterschiedliche Enden oder so? Ja. Nee, ich glaube, das ist immer gleich. Aber wir können jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt nicht den Gefängnisbus stehlen, sondern was anderes machen, hätten wir dann in dieser Mission eine andere Option, um das vorzubereiten? Nein, weil wir müssen den Gefängnisbus klauen. Okay, also sind das hier die Vorbereitungsmissionen für immer für eine spezielle, für ja. spezielle Hauptmission? Okay. So, okay, um die Maske aufzusetzen. Drück. Ich will sie absetzen und wieder aufsetzen. Das Auto sieht cool aus von vorne. So gehört sich das. Komet, ne? Du bist auch so ein Idiot, ne? Du hast hinten dein Nummernschild nicht mal abgenommen, Mann. Lass mich. Boah, das war... Was zur Hölle machst du da? Wo hat's denn hingeportet, Alter? Da ist ein Stein. Nailed it, Alter. Nailed it, Digga. Das sind die richtigen G's. Muss mal kurz die Markierung wegmachen. Komm, das schaffen wir, Digga. Jetzt ficken wir sie richtig, Digga. Ich geh wieder ins Auto, Digga. Ich geh wieder ins Auto. Okay, ich steig wieder aus. Oh, läuft bei uns, Digga. Läuft. Oh, nicht dein Ernst jetzt, Digga. Pass auf, Alter, wie du fährst. Wo müssen wir hin? Einfach nur die Bullen abhängen? Ja. Klar. Ja klar. Geht ja auch so einfach mit so einem Bus, der 300 fährt! Ja, wir müssen auch hier in der Nähe den Bus dann, glaub, abgeben. Aber gut, der hat einen Kuruma, das ist geil. Der kann die ganzen Autos wegrammen. Warum schießt der auf uns? Oder du auf den? Alles klar, gar nichts, ich fahr nur. Den Bullen hat's einfach mal aus dem Auto geportet. Natürlich, logisch. Macht Sinn. Auf jeden Fall. Ich darf übrigens keiner sterben, ne? Ich soll sie aus dem Dirt ich soll den Bus auf den Dreck ziehen, hat er gerade gesagt, um die Bullen abzuhängen. Ja, du sollst einfach die Bullen ab. Ja, fahr am Gefängnis vorbei. Da müssen wir nachher. Da müssen wir nachher übrigens rein, ne? Alter, ich finde, mit dem Bus hat das viel mehr! Swag! Ja. Mhm. Gut, das Gute jetzt bei GTA 5 ist ja, du kannst jedes Auto umdrehen. Ja, das ist einfach nur links, rechts und aber stehst du wieder, man denkt ich nur so, was? Ja, aber ich glaube jetzt. Andreas bisschen. Da ging das nicht, da bist du ausgestiegen und warst auf einmal auf. Pass auf, da links kommt eins. Fahr rechts, fahr rechts, fahr rechts. Ja. Nee! Wo der uns am Arsch hat. Fahr da runter auf das Industriegelände. Scheiß drauf. Stop shooting the cops or we never lose them. Ja, wir hören doch. Ach was, du Vollidiot, Alter. So, nice. Okay, wir sind sehr los, Digga. Profi, ich hab voll viel EP bekommen, ey. Wir müssen warten, bis die abgeschüttelt haben. Ach so. Ah, jetzt geht's, okay. Ja, fahrt, ja, jetzt kann schon fahren. Ich muss sagen, GTA macht wirklich ganz gut. Haben wir wieder Sterne. Baller sie nicht ab! Dreh um, dreh um, dreh um, dreh um. Du bist sonst schwerstehen da vorne voll rein. Ja, ich seh's gerade. Warum haben... Ich verstehe das nicht gerade bei GTA. Das ist jedes Mal so, wir werden die Bullen grad los. Und dann kommen auf einmal wieder Sterne. So richtig behindert. Oh, komm behindert. Schon! Nein, nicht! Oh, er hat mich nicht. Er hat mich nicht mehr gekriegt. Nice. Ja, fahr, weil der fährt jetzt gleich hier lang. Digga, ich komme...
Vielleicht wäre es nicht einfacher gewesen, Monster Truck zu stehlen. Ich weiß es nicht. Oh Gott, da vorne kommen auch welche, Digga. Ich steck fest. Fuck. Ich kann nicht lenken. Jetzt geht's. Fahr. No. Gott sei Dank, Glück Alter. Glück gehabt, Alter. Fuck, Mann. Jetzt gleich wieder so 8 Sterne. Ich fahr mal da vorne auf die Straße und guck, wo ich hin muss. Ja, er hat immer noch die Bullen. Ich glaube, die... Nee, sonst würde dran stehen. Wir müssen warten, bis die auch los haben. So. Und jetzt fahre ich einfach diesen Weg. Und dann, wenn er nochmal die Bullen... der gelben Linie hinterher. Ja, jetzt fahre ich einfach diesen Weg. Habe ich doch gesagt. Ja, warum nimmst du nicht auf? Das ist schade. Ich habe noch Folgen, deswegen. Und ich möchte die jetzt auch mal bringen, ne? Ja, kannst du doch auch. Du kannst auch die Folge später bringen. Hätte ich machen können, aber nö. GTA kommt ja bei mir eh nur noch Samstag, Sonntag, von daher. Das schaffen wir. So viel zum Thema, ich fahre den Weg. Ich wette, wir rutschen gleich den Berg runter. Nee, das packt er schon. Die anderen denken wahrscheinlich auch, oh mein Gott, was macht der da? Alter! Oh nein! Oh. Ja, wir haben ja schon festgestellt, ist ja scheißegal, ob du den jetzt auf den Kopf legst. Ah, wobei, hier in der Mission könnte es sein, dass dann dran steht, der Gefängnisbus wurde zerstört. Ja, okay, das ist kacke. Also könnte, ich weiß es nicht, ob es so ist. Aber siehst, das ist da in der Nähe vom Gefängnis, dass wir nachher nicht so weit fahren müssen. Ja. Mit dem Ding. Ja, dahinter, ne? Mhm. So eine Lager. Ja, aber dann, ich muss sagen, der Bus geht mir übelst auf den Sack. Ja, ist ja gleich vorbei. Oder wir fahren ins Gefängnis mit dem Bus, das wäre doch auch eine Idee, oder? Tun wir am Schluss. Aber es ist halt echt... Aber warte mal, rechts, Digga. Nein, er hat eben gesagt, ich soll links auf die Straße fahren. Jetzt fahre ich auch links auf die Straße. Siehst du? Das. Und schon habe ich einen Kilometer weniger Fahrtweg, du Wichser. Ich muss so viel Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Ach, dürfen wir nicht? Ich weiß es nicht. Du kennst doch GTA. Ja, anstatt dass er jetzt hier links reinfährt, nein! Er fährt den längeren Weg, aber sagt gerade, ich hab einen Kilometer gespart. Ja, Mongo, Alter. Ja, nice, Digga, nice. Fahr da in den Kreis. Der Wendekreis ist so beschissen von dem Ding, ey. Ohne Witz, ich muss mal kurz was trinken. Gut! Das wäre geschafft. Du hast eine Raubüberfall-Vorbereitung geschafft. Erfolgreich. Erreicht. Ja, Mann! Alles klar. Voll laut, ey. Oh. Oh. Platin, Digga. 20.000 habe ich bekommen. Was ist denn das, wenn man Platin so kriegt? Wie viel man gemacht hat, oder wie? Ich habe keine Ahnung, wie sich das rechnet. Ich verstehe das. Ich habe mal gar nichts gemacht und habe Platin bekommen. Ich hab gar kein Geld bekommen für die Mission. Ich hab 20.000 gerade bekommen, beziehungsweise 19.000, ne? Ich will ja jetzt nicht rumlügen. Ist ja nicht so, dass man es in deiner Aufnahme sieht, ne? Okay, sorry. Sorry, du Modell. Also, oh, ich spiel mit zwei Bitches, Digga. Knall sie ab, oh mein Gott, sie kommen! Nee, knall die jetzt nicht ab. Warte mal. Kann ich schon die nächste starten? Nee, gell? Na, ist schon scheiße, wenn man nicht fahren kann, ne? Nö, ich warte eigentlich nur darauf, dass du kommst. So, kannst du jetzt die nächste starten? Ja, ich glaube, dazu muss ich aber heimfahren. Okay, warum? Ah, jetzt doch geht. Achso, hey, du musst nur das Endgebiet verlassen, ne? Ich weiß nicht genau, wie dies. Wenn die andere genauso schnell geht, dann ist die Folge relativ. Dann habe ich zwei Vorbereitungsmissionen in einer Dingens. Oder kommt jetzt direkt die Hauptmission? Ich glaube, die nächste geht ein bisschen länger. Also, sonst würde ich die kürzer machen und die nächste länger. Wie wäre das? Ich will jetzt nicht irgendwie so eine Mission mitten. Du weißt, was ich meine, ne? So. Ich will tatsächlich nicht so eine Mission jetzt mittendrin abbrechen müssen. Das ist halt kacke. Habe ich auch schon gemacht. Das geht eigentlich ganz gut. Nein, wir rennen jetzt noch ein bisschen rum und dann starten wir die nächste, okay? Ne, ich bin schon dabei. You came out of nowhere. What happened?
Ich lade jetzt aus dem Nichts. Alter, willst du mich verarschen? Komm, tritt bei. Oh, komm schon. Wenn du den Leuten in den Kopf schießt, wer am Steuer und sie mit dem Kopf auf die Hupe fallen, das ist so nervig, ne? Ich finde das eher witzig. Ich steig dann einmal aus Prinzip ein und zieh sie aus dem Auto und steig dann wieder aus. Was müssen wir jetzt machen? Jetzt gibt's zwei Teams. Ein Team muss sich einen Streifenwagen besorgen und das andere muss ein Auto von einem Frachter im Hafen holen. Ja, einfach lass einfach mal die vom letzten Überfall gleich mal einladen. Ja, hab ich schon. Die nehmen gerade mich an. Lad mal noch ein paar andere ein, ist ja egal. Ja, bin auch dabei. Das würde ich wie gesagt einfach sagen, dann machen wir jetzt noch ein bisschen irgendwie ein Rennen oder so und dann können wir nächstes Mal die zweite Mission machen. Lass es lieber so machen, okay? Geh mal raus, beende mal. Gut. Danke. So, jetzt befinden wir uns... Oh, Alex, wir sind bei dir im Haus. Lass mal kuscheln. Mhm. Komm. Lass einen Faustkampf auf der Straße ausführen. Ich werde von Simeon angerufen, okay? Hey, you like the new car? Komm, komm. I have an opportunity, you may be interested. Halt die Fresse, Simeon. Ja, was denn? Ah! Hä? Ich kann es nicht mehr auswählen. Digga, was hast du da eigentlich? Was liegt da, Alex? Was liegt da für eine Unterhose? Ist das deine? Geil. Ja, klar. Klar, Digga. So, Miss Fluffy hat mir eine Einladung geschickt. Hä, hey, ich komm doch her, komm ins Bett. Schatz, komm ins Bett. Komm her. Nein, wieso steht er auf? Komm ins Bett. Leg dich ins Bett. Digga, leg dich ins Bett. Ich kann nicht, das kann nur einer immer. Nein, du gehst auf die andere Seite, komm ins Bett. Alex? Das geht nicht. Probier es aus. Das geht nicht. Digga, ohne Witz, ich töte dich jetzt. Was zur Hölle? Bist du gerade aus dem Haus rausgegangen? Nee, du? Ja, ich habe gerade nichts gemacht und auf einmal steigt der, bin ich aus dem Haus rausgegangen. Nee, jetzt, in deiner Garage. Mhm, ich hab gemacht, alle in meine Garage. Ah, oh, du Wichser. So. Du kleiner Wichser. So, aber jetzt kommt vor. Also ja, was bist du eigentlich für ein Hurensohn, ey, ohne Witz. Warte. Digga, willst du mich jetzt verarschen? Tauschkampf! Ich kann nicht ausweichen, was ist das? Du hast gesagt Leertaste! Ja, ist so. Ja gut, wenn ich ausgewichen bin und ich schlag, dann geht's nicht mehr. Au! Das sah gut aus. Das sah richtig geil aus. Voll, ich bin von der Nackenklatsche gestorben, Mann. Ja, Mann, vor allem blutest du jetzt. Also hier ist noch ein bisschen geblutet. Komm, ich hol dich ab. Schatz. Okay, das alles ist lieb von dir. Also zu Fuß hol ich dich ab, ne? Ja, komm her. Wo bist du denn? Keine Angst, ich tu dir nichts. Oh fuck! Oh nice, Digga, nice, Alter. Was geht denn? Kann man irgendwelche, kann man die? Ich kann gar nicht mehr hören. Kann man die irgendwie muten? Eigentlich müsste das gehen, ja. Wie? So. Ja, du Hurensohn. Wie kann ich den stumm schalten? Der Typ schreit mir die Ohren ab. Ich weiß nicht, bei Audioeinstellungen. Keine Ahnung, Mann. Okay, der eine von dem Raubüberfall vorher hat gerade das Spiel verlassen. Tja. Fast abgedrückt, Digga. Fast. Wieso, was war das, was du auf der Hand hattest? Hä? Was hattest du in der Hand? Sniper? Mhm. Hello, hello. Dann, Digga, schon. Digga, halt die Fresse jetzt, du gehst mir auf den Sack, Mann. Ich hör den gar nicht, ich hab nur dich gerade gehört. Hello, people. Er sagt die ganze Zeit, hello, people. Ja, vielleicht macht er YouTube. Er schreit aber auch die ganze Zeit rum, Mann. Ja, du doch auch.
Wer hat da gerade gesprochen? Naja. Du hast keine Chance gegen den Boss, Digga. Ja, halt's Maul gegen den Boss. Wer bist du? Ernsthaft, wie kann man den Voice-Chat ausstellen? Ja, töte mich mal bitte ganz kurz nicht. Das wäre gerade echt lieb. Hallo, wer hat da gesprochen? Also wenn ich die Spielerliste aufmache, kann ich die halt auch nicht anklicken, ne? Das ist halt doof. Lass uns in eine private Lobby gehen gleich nächstes Mal. Okay. Hallo. Ah, fuck! Ficke dich. War unsichtbar! Du warst unsichtbar? Ja, eigentlich schon, ja. Ich bin noch 30 Sekunden. Du, ich konnte dich sehen, du bist da lang gelaufen. Vielleicht bist du unverwundbar. Ja, ja, nee, das nicht. Ich meine auf dem Radar sehe ich. Ja. Radar sehe ich mich nicht kommen, Digga. Der, du schießt den ab, er überfährt mich, was ist das? Warum habe ich immer so ein Pech, Junge? Was ist denn das immer für eine Scheiße? Weißt du, du schießt auf mich, die im Ferrari da, wo ich gerade einsteigen wollte, überfährt mich. Was ist das für eine Scheiße, Mann? Schaltet man eigentlich mit dem Level Sachen frei, also Waffen und so? Ja, ja, klar. Also auch, du kannst ja auch, glaub, Waffen durch irgendwelche Rennen. Ach, der hat Kopfgeld auf sich, eigentlich sollte ich den töten. Habe ich keine Haftbomben? Oh nein, das ist gepanzert, das Ding, Alter, leck mich am Arsch. Weißt du, ich sitze da gerade drin, ne? Ja! Aber du kannst dann halt auch kaum rausschießen, das ist halt die Scheiße. Ich spring mal raus. Tschüss! Oh, ich bin tot. Ja, der Typ ist ein Hurensohn. So. Gut, dann, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. In der nächsten Folge kommt auf jeden Fall, oder geht, der heißt weiter. Und, ich sag erstmal, schaut bei Topra vorbei, auch wenn er nicht aufgenommen hat. Der Typ macht coole Videos, ist ein cooler Dude und so. Sein Vlog vorher bei mir war es auch gut und so. Und dazu sage ich erstmal, ich zeige auf ihn. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.